Diese Woche habe ich wieder einmal die Schulbank gedrückt, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern vom Willy Brandt Gesamtschule im München und Norden haben wir biologische Vielfalt erörtert. Vielfalt statt Einfalt gilt auch in der Biologie und was der einzelne Schüler tun kann, dass sich unterschiedliche Arten, Lebensvielfalt bei uns bewahren lässt. Und dazu zählt beispielsweise auch mit einem wachen Blick bei uns im Münchner Norden die Heidelandschaft zu sehen, die unscheinbar ist, aber wo halt statt drei Pflanzenarten in einem normalen Hausgarten, nämlich Gras, Klee und Löwenzahn, bis zu 70 Pflanzenarten unterschiedlichster Art auf einem Quadratmeter wachsen. Ich war sehr beeindruckt, dass die Schülerinnen und Schüler einen eigenen Schulgarten angelegt haben und habe mich auch gefreut, dass ich von den Erträgen schon profitieren konnte, nämlich einen Holundersirup, den dort geerntet worden ist und auch zubereitet worden ist. Aber die Sache ist noch viel ernster. Ich denke, entscheidend ist, dass man in der Schule, gerade auch in einer Großstadtschule, lernt, Natur zu schützen, die Vielfalt zu schützen und sich auch gesund zu ernähren. Gesund zu ernähren heißt, darauf zu achten, dass man bei den Lebensmitteln etwas kauft, etwas dann auch zu sich nimmt, was möglichst regional erzeugt worden ist, was aus der Nachbarschaft kommt und nicht etwas, was tausende von Kilometern quer durch Europa hin und her gefahren worden ist. Dass man saisonal richtig ist, also das, was eben im Angebot ist. Es muss nicht immer die Erdbeer zu Weihnachten sein. Und dass man damit auch ein Gefühl kriegt für ein Leben in Harmonie zwischen Natur und dem Einzelnen mit gesunder Ernährung, das hat Spaß gemacht. Und dieses Pilotprojekt, das wir gemeinsam vorgestellt haben, des Bundeslandwirtschaftsministeriums, das ich in Vertretung der Bundesministerin Ilse Aigner vorstellen konnte, das, denke ich, wird im wahrsten Sinne des Wortes Früchte tragen.